Triggerwarnung. In diesem Dummgef... Ich war ungefähr 3 Monate auf der Flucht. Teilweise zu Fuß, teilweise im Auto. Warum seid ihr geflüchtet? Ich antworte so: Demokratie, leben und leben lassen. Wie ist eure Flucht abgelaufen? Wie man sich quasi einen Mafia-Film vorstellt, dass du einfach von einem verlassenen Haus abgeholt wirst, von jemandem, der mit dir kein Wort spricht, mit Leuten, die du auch nicht kennst, die in einem Auto wirklich zerquetscht sitzen, 2-mal den Tod, wirklich den Tod selber gesehen. Aber ich bin jetzt hier und ich bin froh drum. Wie findet ihr euer Leben in Deutschland? Ich habe heute die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und ich bin vergeben, habe ein Kind und ich arbeite als Fitnesstrainer schon seit 2 Jahren. Was vermisst ihr in Deutschland am meisten? Was ich aber wirklich vermisse, sind meine Familienmitglieder. Geflüchtete Menschen werden auf ihre Flucht reduziert. Das ist leider Gottes wahr. Ich habe auch damals in Syrien auch so eine Flüchtlingswelle von Nachbarland erlebt, obwohl sie die gleiche Sprache sprechen, die gleiche Kultur haben und vieles gemeinsam mit uns haben. Ich war vielleicht auch jemand, der diese Menschen auch mit quasi reduziert hat auf deren Flucht. Aber ich habe es dann erst wirklich nachvollziehen können, als ich hier hinkam und mir sehr viele unschöne Sachen anhören musste. Man kann es wirklich nachvollziehen erst dann, wenn man in denselben Situationen steckt. Wir sind fertig.